Von der Piazza di Santa Maria hat das jetzt ungefähr 15 Minuten gedauert auf den Gianicoli. Das ist ein Berg, der 8. Berg Roms. Und ja, jetzt sind wir gerade auf dem Aussichtspunkt hier und die Aussicht ist wirklich richtig schön. Morgen. Guten Morgen. Ja, wir sind heute früh zum Flughafen gefahren in Köln und leider will uns das Wetter, glaube ich, loswerden. Jetzt gerade kommt die Sonne raus, da wird es eben heftig geschüttet. Und ja, Gepäck ist jetzt aufgegeben, jetzt gleich geht es weiter mit Ryanair wieder ab nach Rom. Wir wollten uns auf jeden Fall noch bei euch bedanken, weil wir haben ja jetzt einige von euch kennengelernt. Wir hatten ja jetzt am Sonntag das Community-Treffen und es war echt richtig schön. Ne? Also ja, das war super genial. Wir waren, ich denke mal, so 65 bis 70 Leute im Endeffekt, so über den Tag verteilt. Genau. Am Anfang waren wir schon 47 Leute. Boah, das war so eine geile Atmosphäre, da so coole Leute. Also alleine vom Mindset her, alle werden so ähnliches denken. Positive Menschen, das hat richtig, richtig Spaß gemacht. Voll. Und wir haben bei Facebook und bei Instagram ein paar Bilder hochgeladen. Also wenn ihr jetzt nicht da wart, dann könnt ihr mal gucken. Und genau, in Berlin wollten wir das im Oktober noch machen. Da sind wir auch mal gespannt, wer dann so alles kommt. Und ja, jetzt wissen wir halt auch, wer uns so zuschaut, mit uns reist. Und ey, nur geniale Leute. Ja, Hammer. Ciao Bello. Wir sind angekommen. Ja. Und ja, für mich das erste Mal Italien, Daniel war schon mal hier. Ja, aber ich war auf dem damaligen Spring Break hier. Das gab es ja einmal oder zweimal, da war ich da. Also wirklich Italien gesehen habe ich auch nicht, definitiv. Also es gilt nicht, würden wir mal sagen. Nee, ist ja so unser erstes Mal, ja. Ja, wir sind jetzt auf dem Ciampino Airport, genau. Und jetzt geht's mit einem Bus. Wir ist Terra Vision, da hat das Ticket gerade, 6 Euro pro Person gekostet. Geht's jetzt zur Bahnstation Roma. Ich weiß nicht mehr den Namen, es ist schwierig für uns zu merken, die ganzen Namen auf jeden Fall. Ja, und erstmal Busfahrt, dann mit der Bahn weiter, dann nochmal Bus und dann kommen wir in unser Airbnb an. Genau. Ja, dauert bei einer italienischen Familie. Genau, 2 Stunden sind wir wahrscheinlich unterwegs bis dahin. Die Busfahrt war wirklich gut, da kann man nicht meckern. Aber wir haben uns trotzdem gerade spontan entschieden, jetzt nicht die Metro, also eine Bahn zu nehmen und dann nochmal einen Bus, weil es wahrscheinlich ein bisschen länger dauern würde. Denn hier gibt es auch Car2Go in Rom, das haben wir gerade gesehen oder ist uns wieder eingefallen, wir wussten das schon. Ja. Und jetzt nehmen wir uns hier wieder einen kleinen Smart und fahren zur Unterkunft, dauert ca. 26 Minuten. Und das Auto kostet nur 24 Cent pro Minute, also ich hoffe, wir sparen Geld. Es ging jetzt wirklich fix, Auto ist schon wieder geparkt und wir haben jetzt 15 Minuten, glaube ich, gebraucht, ein bisschen länger, haben wir auf jeden Fall 8 Euro bezahlt und jetzt sind wir hier schon in der Straße, wo unsere Unterkunft ist, jetzt müssen wir noch einen Eingang finden. Wir wohnen am Zitronenbaum hier draußen direkt, die sind aber noch grün, die werden erst im November gelb, hat uns die Vermieterin gesagt. Ja, das ist unser Zimmer, sieht ein bisschen aus wie bei Oma mal wieder, aber sehr freundlich auf jeden Fall und wir haben hier einen Schreibtisch und eigentlich auch nur noch im Bett und das war's und dann haben wir halt das Badezimmer geteilt mit den Vermietern, ja. So sieht's aus. Guck mal, das ist wie auf Kuba. Hier gibt's einen total alten Aufzug, da sind wir ja damals auch mitgefahren auf Kuba. Und ja, das ist halt so typisch italienisch hier alles, ne? Mhm. Der ist echt schon
wirklich Asbach. Alt. Asbach. Und jetzt suchen wir mal leckeres Eis im Supermarkt. Also die haben echt eine coole Auswahl, ja, muss man sagen. Vor allen Dingen für uns. Wir haben hier so ein italienisches Eis gefunden, das wir halt in Deutschland mal im Rewe gekauft haben. Und die haben echt eine gute Auswahl. Ne? Ja, definitiv. Also auch so an Sachen jetzt, die man in die Pfanne werfen kann, sag ich mal. Ja. Oder Belag fürs Brot allgemein. Also hier gibt es wirklich richtig viel. Das hätte man nicht gedacht, weil in vielen Ländern ist es ja dann doch immer ein bisschen schwieriger. Vor allem jetzt, wenn man sich pflanzlich ernährt. Aber ja, auch sehr nette Menschen an der Kasse gerade. Fängt gut an. Guten Morgen. Morgen. Wir haben heute den größten italienischen Feiertag, Ferragosto. Ja, genau. Und das heißt, die Stadt soll heute ausgestorben sein, weil alle am Strand sind. Wir sind mal gespannt, wie es dann tatsächlich ist. Ja, weil heute haben wir auch einen regnerischen Tag erwischt. Der ganze Morgen war bis jetzt verregnet. Jetzt fängt es gerade an, dass es besser wird. Aber ja, wirklich viel ist auf jeden Fall noch nicht los. Wir haben jetzt für den Bus und die Metro hier so eine Karte, die haben wir gestern von der Hanna bekommen. Also die hat uns die schon gekauft, zur Vorsorge im Prinzip, weil ihr heute alles zu hat. Die kostet 1,50 und ja, da kann man 100 Minuten Bus und Bahn fahren. Die erste Busfahrt war auf jeden Fall wirklich gut, also muss man sagen, keine Probleme, hat alles funktioniert. Einmal die Karte innen reingesteckt ins Gerät, entwertet, jetzt hätten wir 100 Minuten fahren können. So lange brauchten wir es jetzt aber gar nicht. Und jetzt machen wir uns auf den Weg nach Trastevere, das ist wohl einer der schönsten Stadtteile Roms. Wir haben von euch den Tipp bekommen, dass es in Rom ganz viele Trinkbrunnen gibt und einer ist jetzt hinter uns. Hat Jesse gerade schon aufgefüllt. Gibt es mehrere Hähne dran und das ist Trinkwasserqualität. Und genauso in unserer Unterkunft. Die Vermieterin hat auch gesagt, dass wir ganz normal das Leitungswasser, das Tapwater trinken können. Und ja, ist ein guter Tipp, spart auch wieder Geld. Wisst ihr was? Ich habe total Lust auf Spaghetti irgendwie hier in Italien. Die liegt mir schon die ganze Zeit in den Ohren. Nein, aber ist ja auch typisch italienisch, also werden wir uns wahrscheinlich jemand zu Gemüte führen müssen. Und wir stehen gerade auf dem Plaza di Sicilia. Riesig groß, obwohl geht noch. Und im Hintergrund ist die Santa Cecilia, die Kirche. Und ja, einer der Punkte, wo viel los sein sollte eigentlich, aber hier ist alles ausgestorben heute. Also man merkt den Feiertag extrem. Es hat fast alles geschlossen. Wir sehen kaum Menschen, außer ein paar Touristen bis jetzt. Und die Temperatur ist mega angenehm. Ja. Hier, das ist auch gut. Name not found Café. Ja, ist wie der Error beim PC. 404, die Error-Seite. Wir sind gerade auf dem Weg zum Piazza di Santa Maria und wir haben mega coole Oldtimer entdeckt. Einmal hier und hier im Hintergrund. Die sehen echt schön aus. Wir sind gerade auf dem Piazza di Santa Maria angekommen. Das ist ein schöner großer Platz, auch sehr belebt. Und hier ist auch die Santa Maria Kirche. Da gehen wir auch noch gleich rein. Aber gerade werden jetzt im Hintergrund hier Postkarten geshoppt, weil es gibt wieder 4 Postkarten für euch. Ihr habt uns wieder über Patreon unterstützt. Ja, dann müssen wir die nächsten jetzt verschicken. Aber noch nicht. Nein, lasst euch überraschen, wer welche bekommt. Die Kirche war auf jeden Fall sehr empfehlenswert oder sehr lohnenswert. Müsst ihr definitiv hin, die sah richtig toll aus. Ja, und vor allen Dingen die ganzen Plätze hier. Hier gibt es ja so ganz viele verschiedene kleine Plätze und die Gassen.
Das erinnert uns echt an Kuba. Ja. Von der Piazza di Santa Maria hat das jetzt ungefähr 15 Minuten gedauert auf den Gianicoli. Das ist ein Berg, der 8. Berg Roms. Und ja, jetzt sind wir gerade auf dem Aussichtspunkt hier und die Aussicht ist wirklich richtig schön. Ja. Die ist total umwerfend. Im Hintergrund ist noch ein Brunnen. Ganz groß. Auch sehr beeindruckend, aber hier sind jetzt auch ein paar mehr Leute auf jeden Fall. Nicht wirklich viele auch, aber mehr. Haben wir auch den Hauptaussichtspunkt gefunden. Das heißt, wir sind die Straße einmal hochgegangen und ja, hier ist auch wieder ein großer Platz. Ja. Und da hinten, wo ist das? Da, ja. Da sieht man den Petersdom. Carsharing ist ja altbekannt, das haben wir ja gestern auch gemacht. Aber was wir noch nicht kannten, war Scooter-Sharing. Hier im Hintergrund zum Beispiel steht ein Moped, das kann man sich jetzt mieten. Das haben wir auch noch nie gesehen. Aber ja, Italien ist ja auch das Land der Mopeds. Und ja, hier kommt der Vespa zum Beispiel auch her. Aber das ist echt cool. Gerade ein bisschen hier im Schatten aus, denn das Wetter ist total umgeschlagen. Heute Morgen hat es ja geregnet, ja. Und jetzt ja totaler Sonnenschein und mega schönes Wetter, einfach heiß. Na genau, wir sitzen hier gerade am Tiber, so heißt der Fluss, der hier durch Rom fließt. Und eigentlich wollten wir uns noch die Villa Farnesina anschauen, die hat aber heute geschlossen, genau wie der Botanische Garten. Haben wir vom Feiertag ein bisschen Pech wirklich. Ja. Aber allein hier der Platz gerade an dem Fluss, der ist super schön. Und ganz cool als Tipp, wenn heute mal nicht Feiertag wäre, hier unten kann man ganz schön herspazieren. Da sind so kleine, wie so Mini-Restaurants, ähnliches aufgebaut. Und da gibt es zum Beispiel auch ganz, ganz viele Kickertische mit Lampen drüber, dass man abends kickern kann. Ist auf jeden Fall sehr schön gemacht. Wir haben uns gerade in den Schatten gesetzt, um noch eine Kleinigkeit zu essen, weil jetzt gleich geht es ins Kolosseum und da werden wir erstmal wahrscheinlich nicht mehr zum Essen kommen, da sind wir länger unterwegs. Und ja, an der Stelle haben wir noch eine kleine Empfehlung für euch, das ist von Hartmann. Einmal das Sterilium Protect and Care, das ist ein Desinfektionsmittel mit nachgewiesener Wirksamkeit und ein Apothekenprodukt. Genau, weil wir desinfizieren unsere Hände jetzt regelmäßig, weil ich habe mir ja schon zum Beispiel auf der Reise öfters mal Bakterien ins Auge gerieben. Malaysia, und Namibia. Und hatte ich hier ein richtig dickes Auge und jetzt letztens in Japan hatte ich nämlich auch was. Ja. Und ja, ich finde die Größe auch super. Es sind halt kleine Größen, perfekt zum Reisen und vor allen Dingen auch feuchtigkeitspflegend. Ja, es gibt halt auch noch Flächendesinfektion, wenn man zum Beispiel jetzt auf eine andere Toilette gehen möchte. Ja. Und ja, also es ist schon eine Sache wirklich, weil Bakterien und Keime, die gibt es ja wirklich überall und damals vor allem, wo wir in Bangkok waren, weil wir sind nur Bahn gefahren und danach hat es mir ins Auge gepackt und ihr kennt das Video wahrscheinlich noch, wir verlinken es oben nochmal, wo wir dann in Malaysia unterwegs waren, die hatte so ein Glubschauge und mich haben alle Leute angeguckt, ob ich einen verpasst hätte. Das war schon heftig, deswegen hoffen wir, dass wir das jetzt definitiv nicht mehr haben auf der Reise. Ja. Das wäre ganz schön, weil das war richtiger Trouble, immer ins Krankenhaus und ähnliches. So, und falls ihr nicht nur mit Auto, Moped unterwegs sein wollt, hier gibt es sogar Mietfahrräder. Wir stehen jetzt hier vom Kolosseum, denn wir haben uns Karten reserviert, sonst muss man nämlich 2 Stunden anstehen. Ja, können jetzt gleich auch schon rein. Und wir hoffen, dass es nicht anfängt, da hinten zu regnen. Ja, weil es ging jetzt echt ganz schnell. Jetzt sehen wir, es total sonnig und wie ihr da hinten sehen könnt, es wird gerade mega dunkel. Auf der Kamera ist es heller noch als in echt. Sieht nicht gut aus. Okay, wir haben es gerade geschafft und jetzt fängt es voll an zu regnen. Mega. So ein Mist. Wird zu gewittern. Aber es sieht jetzt schon sehr interessant aus, aber ich glaube, wir müssen uns mal schnell irgendwo unterstellen.
viele Mamas. Da stehen wir. Nicht schön, hat jetzt ein bisschen aufgehört zu regnen, aber ist immer noch gut dabei. Ist jetzt auch noch stürmisch, es blitzt und donnert. Naja, wir machen jetzt das Beste raus. Ja, da wir immer noch ein bisschen eingeschlossen sein werden vom Regen links und rechts, wir haben uns gerade noch mal untergestellt, gibt es noch ein paar Facts. Das Kolosseum ist das größte im antiken Rom erbaute Amphitheater und auch heute, 2018, immer noch das größte Amphitheater der Welt. Das Kolosseum wurde hier zwischen 72 und 80 nach Christus errichtet. Also nicht 19 oder 1880, sondern wirklich 80 nach Christus. Ewigkeiten her. Ne? Bekannt geworden ist das Kolosseum vor allem dadurch, dass das Kaiserhaus damals Kämpfe hat austragen lassen, zum Beispiel Gladiatorenkämpfe, da haben dann Sklaven gekämpft oder Gefangene, aber auch Tierkämpfe. Und außerdem wurden hier noch blutige Seeschlachten nachgebildet, wofür das Kolosseum hier auch geflutet wurde. Ja, meine Spaghetti waren auf jeden Fall sehr gut. Die hatte ich mir heute gewünscht und ich wurde auf jeden Fall auch nicht enttäuscht. Ja, und ich hatte hier die Gnocchis, die waren auch sehr gut mit so einer Tomaten-Basilikum-Pesto-Soße. Richtig lecker. Auf jeden Fall. Ja, wir fahren jetzt nach Hause, warten noch auf den Bus und erster Eindruck ist auf jeden Fall sehr schön. Ja, auf jeden Fall, finde ich auch. Also dicker Daumen hoch. Spaghetti schmecken, das Eis wird auch noch ausgetestet. Die Leute sind auch nett bis jetzt, passt. Und da kommt gerade auch unser Bus. Okay. Und morgen, ist schon mal ein kleiner Spoiler, verraten wir euch, was als nächstes Großes ansteht bei uns. Ja. Also bis morgen. Bis morgen. Ciao. Ciao. Guten Morgen. Morgen. Wir haben heute den größten nationalen... Ja, das Kolosseum wurde zwischen 72 und 80 errichtet. Nach Christus. Nach Christus? Ja. Ja. Komm, mach nochmal. Und außerdem wurden hier noch Seegurken. Ja. Kann ich? Und außerdem... Kann ich? Ja, du kannst immer noch. Ja, warte doch.